Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2, neunter Part. Ja, ich hatte gerade ein paar FPS Drops, habe ich halt ein bisschen geregelt und was weiß ich. Jetzt müsste es wieder etwas flüssiger sein. Ist er hier? Ist er wahrscheinlich hier, ne? Wo ist er denn? Wo ist Joe? Nein. Nicht mal eine Cola. Was ist denn Joe? Wo ist der bloß? Soll ich mich hinlegen oder was? Joe ist hier nicht. Dann lege ich mich halt hin. Ich glaube, das muss ich auch tun. Kapitel 4. Murphys Gesetz. Little Italy, 11. Februar 1945. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Aha, das ist also. Lass mir erstmal was einziehen. Dann geht's mal los, ne? Würde ich sagen. Ein Auto habe ich ja hier geparkt, hier vorne. Mein Auto wurde nicht geklaut, ehrlich jetzt. Boah, das ist ja natürlich super. Kann ich mal gehen? Oh nein. Uns ist einer reingerasselt. Ich kassiere ihn. Super, jetzt kommen die Bullen. Gestiegen, abgehängt natürlich. Erstmal hupen, um zu markieren, dass wir hier der Boss sind. Hey Joe. Was gehen mich seine beschissenen Probleme an? Der Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Erst einmal. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhig bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Werden Monate? Wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch! Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu's! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles.
Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reindrehen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Mhm. Also müssen wir wohl einen Juwelierhändler abzocken, der sein Geld nicht bezahlen will. So, ich muss fahren. Okay, komm, Joe. Ich steig ein. Fahren wir los. Ich glaube aber nicht, dass das so easy... Hey, wie ist es am Hafen gelaufen? Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber nur Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Mhm. Derek wird wahrscheinlich uns später noch behilflich sein, um noch mehr Kohle zu bekommen. Ja, ist doch was, ne? Ein Tempobegrenzer werde ich, glaube ich, nie wieder aus. Ey, $50 wollen die. Das sind Strafzettel, Mann. Was für $50? Was ist los bei denen? Okay, ich weiß nicht. Ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung von Strafzetteln, was weiß ich. Naja, ich hatte lieber meine Fresse. US. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Und jetzt? Alter. Ich hatte ein bisschen Mafiosi. Ich dachte, es geht ja am Arsch vorbei. Okay, Joe ist ein Lappen. Joe ist ein Lappen. Hey, du bist bei Rot rüber. Jetzt kommt das nicht mehr, okay. Radio News. I'm Lowell Harris. 30,000 US Marines landed on the Japanese island of Iwo Jima yesterday. Und da sind wir auch schon. Experts are saying is an attempt to secure the island's airfield. Could play a vital role in the possible full-scale invasion of Japan. The Marines are reportedly meeting with heavy resistance. Ich würde an eurer Stelle mal den Führerschein machen. Warte. Verdammt! Ach, das gibt's doch nicht. Okay, wir sind drin. Wer war das? Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, klar. Was ihr auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ah, Scheiße! Legt mich am Arsch! Kommt nichts wie raus hier.
Und jetzt müssen wir anscheinend... Müssen wir rennen? Hallo? Wir müssen schleunigst hier raus! Worauf zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Bullen! Holt mir die verfluchten... Na los doch! Nichts wie raus hier! Ich versuch's ja! Verdammt, die Bullen! Ich muss nachladen! Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals! Du bist so gut wie tot. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Komm schon, du Scheißteil, geh auf. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Nachladen. Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Oh oh. Sind die Bullen jetzt auch hinter uns? Also ja, sind sie zwar, aber... Rennen die mit hoch, oder... Was jetzt für die... Bande? Scheiße! Beeil dich los. Ich werde jetzt kommt ein Helikopter und holt uns ab. Hoffentlich. Auf! Scheiße, wieder eine Sackgasse! Oh, wenn du das Leben vor den Richter schaffst. Hast du es endlich? Wir müssen da lang, das ist unsere einzige Chance. Schon, Vito, beweg deinen Arsch! Bist du wahnsinnig? Da ist alles vereist. Ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Polizei! Ihr sitzt fest! Hoffentlich schaffen wir das. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, hab mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Perfekt. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Okay. Wir sind also gesucht. Verdammt, die Bullen! Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Fällt denn der aus? Ah, jetzt ist er auch. Oh. Die aushalten, ne? Hey, niemand muckt mit mir, ey. Ich so. Oh, das gibt's doch nicht. Kommen da immer neue oder? Sorry. Okay, das reicht mir jetzt. Na komm. Na komm. Der will nicht sterben. Warte, warte.
Da, tot. Okay, die sind schon mal erledigt. Schlecht. Sorry. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Okay. Geh mal los. Das glaubt uns Henry nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los gehen wir. Hä? Dann gehen wir mal die Feuerleiter runter. Ja, Feuertreppe. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Schnauze, immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ja, leicht gesagt, ne? Ist nicht mal ein Speicherpunkt? Ah doch, okay. Leute, das war's dann auch. Das war auch der Rest vom Part. Oh Gott, Alter. Ja. Scheiße. Wie soll ich denn hier weg? Wie soll ich mich denn umziehen? Naja, okay, das war's auch für die Folge. Mitten in der Action, tut mir leid, aber bis zum nächsten Mal.